Der Regenbogen 2 Meistertipp von Daniel Schwab vom Motorland Motorräder hier in Mannheim. Der größte Fehler, den man machen kann, wenn man sein Motorrad überwintern lassen möchte? Der erste große Fehler ist, nicht zu putzen vor dem Einwintern. Der zweite ist, den Tank nur halb oder fast leer hinzustellen mit dem Motorrad. Das dritte ist, den Vergaser nicht abzulassen. Bei den Einspritzern nicht möglich oder muss man nicht tun, aber bei Vergasern sollte man es tun, einfach die Schwimmerkammer ablassen. Und ich zeige euch einfach kurz, wie es funktioniert. Tank kann ich mir vorstellen, liegt daran, der rostet dann irgendwann wahrscheinlich? Genau so ist es, ja. Wenn ein Tank nicht voll ist, dann Kondenswasser kann sich bilden und es setzt sich natürlich auch wieder am Tank ab und dann fangen die an zu rosten. Aber der Vergaser ist das schlimmste Problem, weil der funktioniert nach dem Winter nicht mehr. Ja, meistens so. Also das sind so diese Motorräder, wo man dann kriegen, springen nicht mehr an, laufen nicht mehr sauber. Meistens deswegen, weil die Vergaser dann leider verharzen innen drin, wenn der Kraftstoff jetzt über den Winter komplett dasteht und da unten drin ist. Und deswegen lässt man den ab, lässt die Vergaser komplett leer laufen durch die Ablassschrauben und dann ist das Problem behoben eigentlich. Ja, dann machen wir. Alles klar. Muss ich dazu irgendwas erklären? Ja, machen wir. Reden. Also gut. Hier hat man natürlich den Vergaser, da unten ist die Schwimmerkammer. Ja, da ist die Ablassschraube. Hier habe ich einen Schlauch drauf gemacht, ja, der normalerweise nach da hinten reinläuft. Das ist auch, wenn der Vergaser überläuft. Ja, dann läuft der Kraftstoff, der überschüssige, was einfach nicht mehr verarbeitet werden kann, in die freie Natur, was natürlich nicht so gut ist. Deswegen guckt immer danach, dass eure Vergaser richtig eingestellt sind, dass sowas nicht passiert. Man macht einfach die Ablassschraube auf. Ja, wichtig, wenn man einen Benzinhahn hat, der normal ist, bitte auf Off stellen. Hat man Unterdruckbenzinhahn, dann einfach stehen lassen, so wie er steht, nur nicht auf Pre, weil sonst läuft es immer wieder nach. Dann wird einfach diese Schraube geöffnet. Ein Becher bitte nehmen, drunter stellen und das Ganze auffangen. Wann merke ich, dass das Ding komplett leer ist? Da kommt dann nichts mehr. Dann kommt nichts mehr nach. So wie jetzt hier. Ist leer? Ist leer. Super. Dann ist die winterfest. Genau, so ist es. Jetzt ist sie winterfest. Perfekt. Und im Sommer, was machst du dann, wenn es wieder losgeht? Im Sommer einfach Kraftstoffhahn wieder auf oder Motor einfach kurz starten. Durch den Unterdruck werden die Vergaser wieder befüllt und es kann losgehen.